Ja, ganz klar an unseren vielen Chancen, die wir wieder da liegen lassen. Wir schlagen uns halt wieder selber. Ähnlich wie gegen Göppingen spielen wir uns viele Chancen heraus, aber momentan kriegen wir sie nicht rein. Wir haben jedes Spiel irgendwie eine andere Baustelle. Wenn wir heute war es auch die Abwehr, wo wir nicht so richtig reingekommen sind in der ersten Halbzeit. Deswegen sind wir ein bisschen da in Rückstand, aber was wir zweite Halbzeit dann verwerfen, das ist natürlich nicht Bundesliga würdig. Das Spiel ist erstmal noch sehr weit weg. Ich glaube, uns fehlen so ein bisschen die Worte. Wir sind sehr, sehr frustriert. Nicht nur enttäuscht, sondern sehr frustriert über unsere Leistung. Und das müssen wir sicherlich aufarbeiten und versuchen irgendwie im Laufe der Woche die Köpfe wieder aufrichten zu können und dann mit neuem Elan und mit neuem Ehrgeiz die Aufgabe dann gegen die Rhein-Neckar-Löwen angehen.